Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. So, nachdem wir in der letzten Folge ja so ein bisschen, naja, zwei Quests in einen versucht haben zu erledigen. Unbeabsichtigt. Verlassene Städte. Da stehen, glaube ich, Banditen rum. Plätze? Lass mich mal durch. Ja, es sind Banditen. Jetzt. Denn gucken wir mal, dass wir. Na, aber. Mund halten und kämpfen. Nee, nee, nee. Wo ist der Bogenschütze da? Komm her, Hexerschätzchen. Komm nur. Na, komm. Jetzt kannst du was erleben. Da ist ja noch ein Bogenschütze irgendwo. Ah, warte. Mal erstmal dich hier. Alle zusammen zum Kuckuck. Aus Gesicht. Ja, du hattest ja noch viel. So, machen wir mal ein bisschen mehr Damage. Du wagst es, auf mich einzuhauen? Ja, ich wag gleich noch mehr. Warte ab. Oh. Ihr steht da ja auch wirklich im Feuer. Es ist noch nicht zu spät, sie zu ergeben. Ne, du bist der Nächste. Nee, den werde ich dir definitiv nicht lecken. So, machen wir den nächsten Bandito. So, und da haben wir auch noch einen. Schlechte Idee. Naja, schlechte Idee, würde ich auch sagen. Mein Stahlschwert geht mal kaputt. So, haben wir hier noch einen, oder? Irgendwo müssen wir doch noch jemanden haben hier. Du wagst es, auf mich einzuhauen? Ach da! Auf mich! Ich wag gleich noch andere Dinge, Kollege. Jetzt. Jetzt wird es aber unbedingt Zeit, zum Schmied zu gehen. Weil wenn wir das jetzt gleich alles aufheben, dann glaube ich, haben wir schon das Problem, dass wir uns kaum bewegen können. Gefahr bebannt Bevölkerung zurück. Wunderbar. Ich habe gerade keine Zeit. Ja, ich auch nicht. Ich muss meine Reste holen. Und basta. Wie läuft's denn? Ich glaube, dir kann man trauen. So. Ich habe keine Zeit. Wir haben ja auch noch eine Taverne. Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen was verhökern. Feuer machen wir lieber aus. Okay, Tagebuch. Die schnellen Eugens. Wenn unser furchtloser Anführer Sternlingstragen alles in sein Notizbuch vermerkt, dann mache ich das auch. Ich habe so viel zu schreiben, denn wenn wir den silbernen Salamander geplündert haben, bis er aussah wie ein Müllershaufen, dass er einfach legendär. Die Hanse wollte seit Ewigkeiten einen Abstecher zu dieser Taverne machen. Wie lange kann man an einen so beschissenen Ort wie den Ruinen von Artbach rumsitzen und Däumchen drehen? Wasser an die Knöchel, alles voller Schimmel und der Wind peitscht so, dass uns die Ärsche prickeln. Wozu sollten wir scheißverdammt noch einmal hierbleiben? Und so ging's los. Aufgerafft und an die Arbeit gegangen. Wir haben sie so hart getroffen, dass die Hälfte von ihnen schon in Stücken lag, bevor sie überhaupt wussten, was vor sich geht. Es war in Handumdrehung vorüber. Tatsächlich haben wir uns dermaßen hinreißen lassen, dass hierher keiner ledigen Seele mehr in Sicht war. Ein paar sind offenbar in die Wälder entkommen, darunter der verdammte Inhaber aus Nilfgaard, aber die Überlebenden jagen wir später.
Jetzt trinken und singen wir erstmal ein bisschen, dann geht es auf die Jagd. Bitte sehr, hier sind meine Memorien, unterzeichnet vom schnellen Eugen. Okay, das heißt, im Wald ist auch noch jemand. Das hatten wir doch gerade gelesen, das Buch vom schnellen Eugen. So, hier hinten ist noch was. Gut, wir haben hier Taverne. Ganz dementsprechend scheint wird. Hexer, Hexer, auf ein Wort! Artfein, genau was wir brauchen. Einen Hexer mit Eiern aus Granit. Diese Bloede Hanse hatte diese Gegend schon zu lange terrorisiert. Danke für deine Hilfe, Wattgern. Ein Nilfgaarder. So weit weg von zu Hause und er ist kein Soldat. Das ist selten. Das Kriegshandwerk liegt mir nicht. Mein Wattherr, ich meine, mein Vater allerdings... Er hat bei Sodden gekämpft. Er hat es überlebt. Und das trotz durchbohrter Lunge und Verlust der rechten Hand. Aber mit diesen Verletzungen konnte er nicht mehr in der Impera-Brigade dienen. Das Klima und der Wein hier in Toussaint fördern die Genesung. Und die Nilfgaardische Veteranenpension ist nicht übel. Man bekommt sogar eine Taverne dafür. Danke, Hexer, dass du mir geholfen hast, meinen Erbteil wieder zu erlangen. Art Dank. Zeig mir, was du anzubieten hast, Nilfgaarder. Dann schauen wir mal, was er hier so Schönes hat. Nee, scheinbar hat er nichts, was wir jetzt unbedingt haben wollen. Können wir dir Schwerter und Co. machen? Nee, Taverne halt nicht. Ich wünschte mir, die Taverne könnte das auch. Aber gut, gehen wir erstmal raus. Bis dann. Okay, dann lass den Braunbär schlafen. Das wäre, glaube ich, das Beste. So. Wir sollen ja jetzt eigentlich unsere Belohnung... Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht... Achso, wir sollen beim Tempel von Majoram können wir unsere Belohnung abholen. Haben wir hier nicht irgendwo eine Schnellreise? Hier mangt, den Eingängen. Irgendwie hier der so? Recke der Herzogin. Nee, nicht wirklich. Na gut. Denn muss ich mir gleich mal eine suchen. Nehmen wir die gleich dort drüben. Nicht stehen bleiben. Wir bleiben nicht Komm stehen. Komm schon, Plätze. So, ich denke mal, wir dürfen jetzt einfach mal kurz bei den Baumeistern abgeben. Das dürfte nicht das Schlimmste sein. Und dann müssen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen was verkaufen. Bevor wir was anderes machen. Ganz ruhig, Plätze. Ganz ruhig. So. Ich habe die Wölfe schon heulen hören, aber... Egal. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Und dann holen wir uns erst doch die Belohnung ab und dann gucken wir weiter. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Okay. Den täusche ich schon mal nicht. Ich sage euch... Wenn die Menschen die Lehren des Propheten Majoran in ihre Herzen lassen würden. Ich habe geholfen, die Statue zu vollenden, wie du wolltest. Meister, was hätte ich ohne dich getan? Heerscharen von Majorans Gläubigen werden für dich beten. Und du wirst mich bezahlen, richtig? Aber natürlich. Hier, deine Belohnung. Der Investor ist ein echter Geschäftsmann. Unser Plan sieht Massenkonvertierungen vor. Mit den Spenden wollen wir die Produktionskosten in 3 bis 4 Jahren wieder reinholen. Es ist alles bis auf die Nachkommastellen durchgerechnet. Dann viel Glück. Leb wohl. Okay, große Fußstapfen. Haben wir erfolgreich erledigt. Jetzt müssen wir einmal nochmal wieder zurück. Gehe ich jetzt einmal nochmal zu unserem Meisterschmied am besten. Der uns auch die Rüstung zusammengesetzt hat, weil der hat ordentlich Geld. Da würde das nicht auffallen, wenn wir ihm da mal ein bisschen was geben.
Und dann kriegen wir halt noch mehr Geld. Ja, mehr Geld. Ich bin bald kein armer Schlucker mehr. Na, ich muss sagen, hier gibt's ordentlich Geld. Wir haben auch noch die Möglichkeit, in Skelle genommen, ein bisschen Geld zu verdienen. Unter Herzog Raimund wäre sowas nie. Aber schauen wir erstmal, dass wir erstmal ein bisschen Geld horten. So, ich hoffe, ich laufe jetzt hier richtig rum. Reginaldo Bries zurück. Nicht versäumen. Ich mein, ja. Ja, da vorne ist das Rüstungssymbol. Unsere Ritter sollten sich mal lieber um die Wandergilden kümmern. Viel Glück bei der Jagd, Hexer. So. Das Biest hat einen weiteren... Schöne Melodie. Schöne Melodie. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Ja, aber erstmal... Was hast du denn im Angebot? Wollen wir mal ein bisschen handeln. So, warum kann ich das nicht? Benötigt Stufe 48. Okay. Stahlwaffe, Rüstungsdurchbohren, ja, dann Zeichen, kritischer Trefferbonus, Chancen auf Verbrennen. Eigentlich kein schlechtes Ding, aber ich liebe meine eigene Hexerausrüstung, deswegen machen wir das mal zu Geld. Müssen wir nicht alles aufbewahren. Und ansonsten sollte das eher wird für die Optik sein, nicht so für die Effekte. So. Ha, sieht doch schon herrlicher aus. Wir haben wieder Platz ordentlich und auch ein bisschen Gewicht verloren. Was haben wir hier? Chancen auf Verstümmeln. Ach komm, können wir weggeben? Bonuserfahrung bei Monster. Achso, das wurde ausgewechselt. Ja, stimmt. Da muss ich dann gleich nochmal durch. Plunder. Ne, ich glaube, das wäre wohl besser, wenn wir den Plunder nochmal so plunderig lassen. Momentan, ja, geht das eigentlich noch. 100 Kilo können wir noch tragen. Ja, sonst wird mir jetzt nichts einfallen, was wir jetzt hier noch brauchen könnten, hätte, wollen, wie auch immer. An und für sich nur nochmal für Plätze andere Scheuklappen. Von der Optik her. So Ritterscheuklappen. Machen wir mal. Auch wenn dann jetzt ein bisschen Geldrausschmeißer wäre, aber... Viel Glück auf dem Weg. Das muss ja sein. So, machen wir hier einmal kurz. Plötze hat nämlich jetzt Gold, ne? Wir haben ja so eine Ritterrüstung für Plötze gekriegt. Jetzt passt das ein bisschen besser zusammen. Was macht das denn hier einfach? Chancen auf Verstimmung, Bonuserfahrung. An und für sich optimal. In alles 1%. Für den Unerschlossenen. Okay. Ich glaube, ich behalte das mit dem Silberbasilisk. Da haben wir von allen was. Eigentlich jetzt hier mehr Bonuserfahrung, aber ich sag mal so, die 4% mehr, die wir dann da drauf haben, ist jetzt auch nicht so viel. So, dann hier natürlich nochmal. Was hast du denn im Angebot? Plötze ist jetzt neu ausgestattet. In dem Fall neu beskinnt. So, dann lassen wir hier gleich nochmal das Handwerk vollstrecken. Einmal alles reparieren. Oh, schon arg teuer geworden. So. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Jetzt glänzt die Rüstung doch wieder. Gut. Dann gucken wir mal. Nebenquests. Hier haben wir noch eine 40er. Hier haben wir noch eine 48er. Ja, gut, dann. Optional geht zum herzlichen Kämmerer, um deine Belohnung abzuholen. Warum optional? Können wir schon vorher abholen, oder wie? Machen wir mal kurz. Ich will mal kurz gucken. Das müsste ja hier jetzt direkt in der Nähe sein. Und wenn wir sowieso gerade hier sind. Warum nicht ausprobieren? Aber ich dachte, wir kriegen dann erst die Belohnung, wenn wir alles gemacht haben. Mit dem exquisiten Haar. Schneewittchen. Geralt ist der Name. Was kann ich für dich tun? Dieses Haar, diese Narbe, diese Stirn, das ist perfekt. Hast du ein konkretes Anliegen? Oder willst du nur meine äußeren Merkmale preisen? Bewundern, werter Herr, bewundern und ersehnen. Dieser drohende Blick, so männlich.
Wenn du ein abendliches Stelldichein mit mir willst, bist du an der falschen Adresse, fürchte ich. Abendliches Stelldichein? Aber nicht doch. Für Porträts brauche ich das weiche Licht der Nachmittagssonne. Porträts? Aber ja, für dein Porträt. En face und in Lebensgröße. Vor der herrlichsten Aussicht Toussaints. Sitz mir, Modell. Du musst. Natürlich werde ich dich für deine Dienste entlohnen. Warum nicht, wenn es nicht zu lange dauert? Das wird es nicht, sei unbesorgt. Wir haben nur ein kurzes Stück Wegs bis zu den Hügeln vor der Stadt. Eine perfekte Landschaft in perfekter Harmonie mit deinem perfekten Antlitz. Dann los. Lass mich noch rasch meine Staffelei und die Paletten aus dem Atelier holen. Wir treffen uns mittags beim Westtor in der Nähe des Palastes und gehen von dort gemeinsam los. Okay. Ein Porträt des Hexers als alter Mann. Meine Preise sind die besten. Dies ich bin hoch. So, aber trotzdem, wollen wir denn nachmittags? Ja, gut, ist jetzt nicht ganz nachmittags. Oh. Ich wollte gerade sagen, man hat jetzt hier gezogen, aber das war doch nur so ein kleiner. Eine Flasche Wein reicht für zwei Leute. So, dann Hexer. Hier. Ich hab gehört. Dass ich euch arbeitslos mache. Gelobt sei gegrüßt, Ritter. Ich habe von großen Heldentaten reden hören. Nimm also bitte diese Belohnung für deine Entschlossenheit, Herr. Mhm. Okay, dankeschön. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Ah, wir können uns also schon zwischendrin entlohnen lassen. Falsche Tür. Herzogin gefolgt bist. Den guten Namen einbüßen? Gut, jetzt müssen wir erstmal gucken. Porträt. Mist, die Quest 43. Das ist schlimmer als der Tod. Lang lebe die gnädige Herrin. Na gut, ich lauf da jetzt einfach mal hin. Es ist nur ein Porträt, also. Ein bisschen merkwürdig, aber gut. Unsere Ritter sollten sich mal lieber um die Wandergilden kümmern. Heda, anstatt auf Turnieren herumzustellen. So, dann schauen wir doch mal. So, ein ganz schön weiter Weg. Natürlich immer schön bergauf. Mama sagt, wenn jemand böse ist, also ganz, ganz, ganz böse. Also ganz, ganz, ganz böse. Ich mach es einfach nicht. Das ist dieser Dialoge zwischendrin. So, ich denk mal hier. Und jetzt Mittag. Das heißt, wir müssen einmal meditieren. Einen halben Tag, ey. Dauert nicht lange. So, aber Absunde nicht wieder vergessen. Na komm. Gute alte Kombi. Dann nehme ich hier lieber nochmal ein paar Bolzen mit rein. Und da ist er schon. Ich bin hier. Gehen wir. Dann müssten wir das beste Tageslicht haben, wenn wir eintreffen. Welch herrliches Chiaroscuro wir schaffen werden. Unbeschreiblich. Gehen wir. Was tut man nicht für die Kunst? Am besten reiten wir. Das geht schneller und ist weniger anstrengend. Erhöht. Im herzoglichen Palast hängt ein Werk von mir. Turteltaube über der Heide. Genau wie die Gorgo, die ich mal erlegt habe. Ausgestopft. Vielleicht sogar mit Heidekraut. Ich hatte mal einen Pinsel aus Gorgo-Federn. Es gibt nichts Besseres, um Tempera aufzubringen. Leider hat ihn meine verfluchte Katze geklaut. Was will denn eine Katze mit einem Pinsel? Malen natürlich. Es war ja kein gewöhnlicher Pinsel, sondern ein sagenhafter. Und sagenhaft teuer. Moment, deine Katze malt? Wenn du das so nennen willst. Sie kopiert eigentlich nur bei den echten Meistern. Und nicht mal gut. Deine Katze? Ja, Pierre-Auguste Moustachérois.
Kein Wunder, dass du noch nicht von ihm gehört hast. Er ist so ein zweitklassiger Pinselschwinger. Und ein Dieb. Nun gehen wir zu Fuß weiter. Da hat das Reiten ja schon fast gar nichts gebracht. Meine Damen, meine Herren, werte Lehnsherren, verzeiht meine Direktheit. Doch habt ihr hier womöglich Farben und Pinsel gefunden? Eugenie, ich glaube fast, der Bauer will was von uns. Meine Farben, meine Pinsel, alles war vorbereitet, sie waren hier. Wir haben hier kein Handwerkszeug gefunden, guter Mann. Das versichere ich ihm. Probleme? Ja, und wie? Wie soll ich denn ohne Farben arbeiten? Ich bin am Ende. Sofern du nicht so großherzig sein willst, sie mir zu suchen? Du hast nicht zufällig noch andere Farben mit? Und Ersatz hast du keinen? Ich schwöre, soll ich denn mit Holzkohle schmieren wie ein Tier? Ach, verdammt. Du bist sicher, dass sie hier waren? Oh ja, genau hier. Ich hatte alles vorbereitet. Geplant, geordnet, organisiert. Hm, vielleicht sind sie da runtergepurzelt. Na schön, ich sehe mich mal um. Na gut. Ich glaube, das Leben imitiert die Kunst, nicht andersherum. Ganz recht, Fingal. Ausgelaufene Farbe. Stinkt enorm nach Terpentin. Wer hat sich die Nase von einem Magier vergrößern lassen, nachdem er das Stück von der Rep Karesh gesehen hat? Fußspuren. Deutlich, aber seltsam klein. Mhm. Nee, hier. Ach, da hinten. Halt! Noch ein Fleck. Das könnte eine Spur sein. Wo führt das Ganze hin? Sind auch Farbkleckse. Aha. Fußspuren. Verschmiert. Was hat denn jetzt die Farbe geklaut? Waren wir nicht schon mal in dieser Höhle drin, ne? Necker sind mit den Farben verduftet. Sieht schon so aus. Die Frage ist... Ah, kriegen wir doch gut hin. Weg ist es. Na komm schon. Neckarblut. Wollten die hier vielleicht auch ein bisschen malen? Die haben die haben Höhlenmalerei gemacht. Hm, Höhlenmalereien. Die hier sieht ein bisschen nach Neckar aus. Und der große Klecks. Ein Troll? Neckar malen ihren Sieg über Trolle? Was soll das sein? Neckar-Propaganda? Sieht aber nicht schlecht aus. Dafür, dass es Neckar sind. Die Farben sehen noch ganz intakt aus. Der Maler müsste sie noch benutzen können. Na gut. Haben wir auch ein paar Neckar-Farben hier. Sieg über die Trolle. Na, bin ich ja mal gespannt jetzt hier. Ob er die noch benutzen kann. Oh, komme ich hier überhaupt hoch? Nein, ich komme da nicht hoch. Autsch. Mal gucken, wo er... Die Farben sehen noch ganz intakt aus. Okay, der Maler, ja, danke, müsste sie noch benutzen können. Also nicht allzu weit weg.
Eieieiei. Apropos, hier sind wir ja auch rausgekommen, nicht bei der anderen Seite. Ja gut, einmal falschen Weg gewählt, ne? Schon bricht sich Geralt die Knochen. Ich hab deinen Kram gefunden. Herrlich! Wo denn? Und... Hä? Ist das alles? Ich hatte viel mehr Sachen. Hättest sie nicht rumliegen lassen sollen. Ich bin einer Farbspur gefolgt und hab ein Neckarnest gefunden. Die Biester haben sich mit dem Kram davongemacht. Und sie haben damit ein Fresko an die Höhlenwand gemalt. Sieht nach einer Kampfszene aus. Unmöglich. Sie haben wohl die Farbe wütend an die Wand geworfen. Bedeutungslos. Gut jedenfalls, dass du die Grundfarben gefunden hast. Wollen wir? Ich habe unterdessen einen besseren Platz gefunden. Einen besseren Platz. Okay. Willst du wieder reiten? Was für ein Glück wir mit dem Wetter haben. Das Licht ist einfach vollkommen. Wird es lange dauern, das Meisterwerk zu malen? Ach, nur 6 Stunden. Mehr wird die Sonne uns nicht erlauben. Aber die Zeit wird verfliegen. Wir schwatzen ein wenig, erzählen uns Geschichten. Lass mich eben einen Trank kippen. Dann verfliegt die Zeit im Rausch. Ich brauche keine Geschichten. Was? Nein, nein, nein. Dein Ausdruck, die Haltung, das muss genauso bleiben. Wenn du betäubt bist, fehlt doch das Feuer in deinem Blick. Tränke sind verboten. Sei doch mal flexibel. Kannst das Werk ja besinnungsloser Hexer im Heidekraut nennen. Du scherzt. Ein alberner Hexer. Ja, aber warum nicht, ne? Warum nicht? Und ich dachte, das wird jetzt so eine kurze Quest. Ja. Langsamer. Sind wir da? Ja. Sieh nur das Panorama. Atemberaubend. Wie geschaffen als Hintergrund unseres Meisterwerks. Mhm. Ganz nett, glaube ich. Ich frage mich, warum niemand hierher kommt. Ah, unwichtig. So, nun musst du genau überlegen, in welcher Pose du unsterblich werden willst. Jawohl, ich überlege. Alles bereit. Lass uns beginnen. Hast du dich bereits für eine Pose entschieden? Kann ich hier vielleicht einfach mit dem Schwert in der Hand stehen? Wunderbar. Eine Heldenpose, aber natürlich. Der stolze Recke, das erhobene Schwert. Bereit, sich zu stürzen auf... Naja, diese Weide da drüben. Ich male später einen Greifen rein. Soll ich anfangen oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Eigentlich... Ja, komm. Du kannst loslegen. Dann sei so gut und schau mich so an, wie du geschaut hast, als ich dich fragte, ob du mit mir arbeitest. Dieser Blick des wildwütenden Widders, der schon die Hörner senkt. Ja, genau. So bleiben. Nicht wackeln. Wird das noch lange dauern? Nein, gar nicht mehr lange. Schließlich ist das Tageslicht bald weg. Jetzt halt bitte den Kopf still, in der gleichen Position. Gut, ich versuch's. Außerdem versuche ich nie wieder einem Maler zu vertrauen. Greif! Ja, weiß schon. Du ergänzt ihn noch. Götter! Ein Greif! Ja.
Lauf und versteck dich! Frau Mutter! Jetzt weißt du, warum hier niemand malt. Komm runter. Na? Komm her. Lange hast du nicht mehr. So. Nochmal. Lass mal ärgern. Ist es sicher? Ja, komm raus. Kein Wunder, dass nie jemand herkommt. Es ist ein Greifenrevier. Das Ding hat mich zu Tode erschreckt. Nicht ganz. Du lebst ja noch, weil dein Modell ein Hexer war. Was macht das Bild? Hat es auch überlebt? Hat es. Aber ich kann es dir noch nicht zeigen. Ich zeige niemals unvollendete Werke. Morgen Nachmittag kannst du es sehen, wo wir uns getroffen haben. Ich werde es auf dem Marktplatz ausstellen. Puh, was für eine monströse Bestie. Wollen wir sie im Bild verewigen? Ja, mal ihn rein. Du kannst den Kadaver als Modell nehmen. Interessante Farbpalette. Und die Texturen. Das funktioniert. Ja, das funktioniert. Aber ich werde ihn später malen. In der Enzyklopädie Maxima Mundi ist eine vorzügliche Illustration. Dieses Exemplar ist doch ziemlich zerhackt. Ah, sehr schön. Das reicht erstmal. Die Feinheiten mache ich später. In diesem Zwielicht hat es keinen Sinn. Der Lohn für deine Mühen. Und ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast. Wobei du damit auch dein Ebenbild gerettet hast. Für die Nachwelt. Da bin ich ja mal gespannt. So, aber erstmal greifen Köpfchen. Oh, der ist wirklich ein bisschen zerhackt. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit dem Maler hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.